Hi-ho! Gut. Dieses Hi-ho versuche ich auch immer zu machen, aber das zählt jetzt nicht, sondern ab jetzt. Die Zeit läuft. Gut. Wo fange ich an? Also, wie ich schon mal erzählt habe, komme ich aus Brasilien, aus São Paulo ganz genau genommen. Und ich bin nicht in irgendeinem schönen Haus aufgewachsen, sondern ich bin in der Favela geboren. Und ich gehöre zu den wenigen Kindern, die da das Glück hatten. Ich bin in einem Krankenhaus geboren, also es gibt eine Geburtsurkunde. Und ja, ich weiß also die Uhrzeit meiner Geburt zumindest, wenigstens etwas. Ja, aber auf jeden Fall war es so, dass ich dann 6 Monate, dass ich dann, ja, nee, schon eigentlich länger, ich bin Ewigkeiten dann bei meiner biologischen Mutter gewesen. Und sie hat mich dann mit Stillen versucht durchzubringen. Und ja, dadurch war ich eben lange bei ihr, aber eben leider auch lange auf der brasilianischen Straße. Und ja, die Straße von Brasilien ist jetzt kein Ort, wo man sein möchte. Das könnt ihr mir glauben. Und ja, es war dann so, dass ich dann, als ich dann, ich glaube, 2 Jahre alt war, ich bin mir aber nicht mehr sicher, dass. Das weiß ich nicht so ganz genau, weil so ganz für meine Vergangenheit interessiere ich mich dann auch nicht immer. Da war es auf jeden Fall so, dass ich dann in ein Kinderheim gekommen bin. Und ja, in dem Kinderheim war es auch nicht unbedingt schön. Das kann man sagen, was man will. Und ja, meine Mom hat mir erzählt, sie glaubt, dass ich als Kind mit einem Kamm geschlagen worden bin, weil ich auf dem Rücken danach Narben gehabt hätte und ich, wenn sie früher, als ich kleiner war, einen Kamm in die Hand genommen hat, hätte ich wohl angefangen zu schreien wie am Spieß. Und ja. Ja, dann war es so, dass ich mit 2,5, da hat dann mein Leben endlich etwas Positives bekommen. Da habe ich dann meine Eltern kennengelernt. Das war dann so, dass meine Eltern mich. Ja, also meine Eltern haben dann erfahren, eigentlich die Geschichte, um es mal von ihrer Seite zu erzählen, war so, dass meine Eltern eines Tages einen Anruf bekommen haben, da wäre ein Kind, das würde Eltern suchen und sie könnten es haben, wenn sie es haben möchten. Und so war es dann, dass sie dann eben losgezogen, also dann war das wirklich so heute erfahren und dann, glaube ich, eine Woche oder so später mussten sie schon in Brasilien sein. Und nur durch eine Tante, die dann die Flüge gebucht hat und noch viele andere Leute, die vieles vorbereitet haben und vor allem auch das, was hier in diesem Haus war, haben meine Verwandten dann vorbereitet, weil meine Eltern mussten ja weg und hatten nicht mal Zeit, ein Kinderzimmer einzurichten. Also meine Mom hatte keine 9 Monate Zeit, um sich vorzubereiten, ein Kind zu bekommen. Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich. Also meine Perspektive weiß ich nicht mehr. Tut mir leid, das kann ich euch echt nicht erzählen. Aber dann war es so, dass meine Eltern mich wohl also ich bin die Weihnachtsüberraschung gewesen, weil meine Eltern und ich haben damals dann Weihnachten miteinander verbringen können. Da waren wir dann aber schon Familie irgendwie. Also vor Weihnachten noch. War es so, dass meine Eltern dann mich das erste Mal getroffen haben, und zwar im Büro von dem damaligen Richter, Herr Dr. Vassili. Den Namen werde ich nie vergessen, weil ich den so schön fand. Und ja, dann war es so, dass ich wohl wirklich furchtbar gestunken habe. Entschuldigt, dass ich das so sage, aber ich hatte eine vollgeschissene Windel und ich war nass und überhaupt und sowieso. Und meine Mutter hat mich dann auf dieses Sofa gelegt, bei ihm ungefragt und hat mich erstmal gewickelt, sauber gemacht und alles. Und ja, entschuldigt, die Geschichte ist ein bisschen. Ja. Und so habe ich dann meine Eltern das erste Mal getroffen und die durften mich dann aber auch gleich mitnehmen. Also da war nicht viel mit Kennenlernphase. Und ja. Und dann sind wir zusammen dort in ein Haus von einer Nonne, die hieß Schwester Schilda. Die hat auch noch voll lang gelebt, aber inzwischen ist sie leider verstorben. Mit der hatten wir immer Kontakt. Und ja, das erzähle ich euch aber später in der Geschichte. Glaubt mir, das kriegt ihr auch noch in einem Teil mit. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann dort waren. Und da habe ich dann auch mit
habe ich dann die erste Nacht wohl komplett durchgeschrien. Also wirklich nur geschrien. Allgemein die ganze Anfangszeit habe ich wohl nur geschrien, gebrüllt und überhaupt. Und oh, da haben wir unser Zeichen. Gut, dann war's das. Wir sehen uns beim nächsten Teil.